Ja, und damit willkommen wieder zu WarZ. Und es ist wieder Nacht, wie ich gerade sehe. Ich guck mal auf die Uhr, also auf die Karte. Ja, gut, es ist kurz nach 2:30. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, ob ich nochmal zurück in das Dorf gehe. Wie ist das Crystal Lake Resort? Oder ob ich weitergehe? Ich glaube, ich gehe weiter. Okay, sind doch ein paar Leute auf dem Server oben. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir die übersehen und wir dann von hinten erschossen werden. Oder von vorne ist eigentlich egal. Wir sind ja nicht so gut ausgerüstet. Ich bin erstmal froh, dass die Entwickler hier ein paar Sachen gepatcht haben. Zum Beispiel mit dem Fallschaden. Alter. Was denn jetzt? Liegen die Zombies jetzt auch schon im Wald oder was? Okay, wenn das so ist, dann gehe ich doch noch mal in das Dorf, weil mit der Hälfte vom Leben ist das nicht ganz so klug, hier weiter in die Richtung zu gehen. Ich brauche auf jeden Fall Antibiotics oder Painkiller. Naja, gut, das ist jetzt Deutsch, aber ich sag's immer noch ein bisschen auf Englisch, weil sich das jetzt so schon so eingebürgert hat. Bei mir jedenfalls. Ja, was auch ganz cool ist, nach dem Patch, der vorgestern kam, oder vorvorgestern, hatte ich auch 1500 Goldcoins auf meinem Konto hier in WarZ. Also dieses Geld, was man, diese, naja, das, was man mit echtem Geld kaufen muss, wisst ihr ja. Davon hatte ich 1500 oben. Aber das war, glaube ich, bei allen Spielern so, weil ein paar Kumpels von mir, die hatten das auch. Also, vielleicht als Entschädigung dafür, dass so lange kein Patch kam oder, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, dass es mit dem Fallschaden verbuggt ist und man so oft gestorben ist und geile Sachen verloren hat. Das würde es vielleicht erklären. Ja, ich hoffe, dass es bald heller wird hier, weil es ist gerade um 6 und mein Zimmer ist auf der Westseite und da scheint die Sonne jetzt richtig schön rein. Aber es geht noch, ich sehe noch was. Ah, ist natürlich ärgerlich, dass mich dieser eine Zombie wieder erwischt hat. Ja, ich hätte auch sprinten können, ey, ich Trottel. Daran habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gedacht. Na gut, was soll's. Hoffe ich mal, dass ich hier ein bisschen lebe und dass hier nicht gleich ein Spieler um die Ecke kommt. Okay, das waren nur denn irgendwelche Zombies. Ich würde sagen, zuerst Supermarkt. Da finde ich hoffentlich was. Und Kirche dann. Ach, und das Restaurant habe ich auch noch. Stimmt. Außerdem sind jetzt ein paar neue Sachen mit in das Spiel reingepatcht worden, wie zum Beispiel ein Butterfly-Messer. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist als ein Taktikmesser, keine Ahnung. Kann man sich für 90 GC kaufen. Dann gibt es auch noch einen Golfschläger. Ich glaube, einen Cricket-Spieler gibt es jetzt auch. Und es gibt mehr Magazine. Es gibt jetzt für die Kruger zum Beispiel gibt es jetzt große Magazine mit 20 Schuss, glaube ich sogar. Ja, eine Dosensuppe, okay. Also richtig. Ein bisschen was will ich noch finden. Aber gut. Dann halt nicht.
Okay. Von da kommt Energie. Okay, alles klar. Näher gucken, vorsichtig. Ist so ein Auto. Okay. Obwohl, ich könnte die Häuser hier auch noch abklappern. Da sind auch vielleicht manchmal ein paar ganz nützliche Gegenstände drin. Die Kirche, wie gesagt. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, wo ich danach hingehen will. Also wo die Tour, klar, am Fluss lang, also an dem See oder was das ist, da lang. Aber ich weiß nicht, ob ich da nach Clearview rübergehe oder ob ich da nochmal nach Campos City gehe. Das wird, glaube ich, dann eher spontan entschieden. Ihr könnt mir auch unter die Videos schreiben in die Kommentare, wo ich mal hingehen soll auf jeden Fall. Würde ich mich auch freuen, weil, wie gesagt, ich weiß noch nicht so. Ich weiß zwar, wo ein paar geile Sachen liegen, aber ich bin da jetzt nicht so der Pro. Ah, Moment. Den lasse ich hier. Wegen Gewicht. Ich habe ja nur einen kleinen Rucksack. Das ist ärgerlich. Ich hätte mir einen großen nehmen sollen. Beziehungsweise einen Medium. Hätte auch schon gereicht. Nichts. Schade. Ein Haus bleibt uns noch. Ja. Ach, hier ist nur eine Limo. Ach komm, bräuch nicht. Na gut. Dann nicht. Dann muss ich mal gucken, ob eventuell in der Kirche was ist. Ja, du kommst jetzt erstmal her. Hier ist noch ein Toll, ich wollte eigentlich die Polizisten wegholen. Aber wenn du gleich mitkommst, dann ist das natürlich auch ganz gut. Jetzt ist langsam der Zeitpunkt erreicht, wo ich nicht mehr so viel sehe auf meinem Monitor. Aber es... Alter. Ach so, von draußen der hintere. Okay. Nichts. Nur ein Kanupaddel oder was? Och nö. Ich hoffe, hier liegen jetzt keine. So, wenn ich den jetzt weghole. Gut. Jetzt kommt der, der sieht mich auch gleich noch. Ja, das war klar. Okay, ganz vorsichtig. Geld. 39. Geld habe ich auch schon wieder jede Menge gefunden. Und ich habe mir auch mal ein bisschen Equipment gekauft. Auch von den GCs schon mal ein bisschen. Sowas wie so ein K-Style-Helm mit Nachtsichtgerät und sowas. Ist ganz cool. Sieht auch gut aus. Und Nachtsicht ist ja sowieso nie falsch. Das wäre jetzt zum Beispiel ganz sinnvoll. Ich höre hier irgendwo einen Zombie schniefen. Und ich sehe auch ganz viele. Ich wäre gerne noch hier in die Häuser gehen.
und dann da hinten schnell raus. Weil Leben ist eigentlich echt gut gerade im Moment. Die muss ich zuerst wegholen hier. Okay. So. Ach Menno, liegt nichts drin. Okay, von da kann auch keiner kommen. Ah, und jetzt weiß ich, was sie hier noch gefixt haben. In irgendeinem Patch. Normalerweise war es ja immer so, dass wenn man hier gegen gegangen ist, war hier eine unsichtbare Mauer. Okay, ist jetzt immer noch. Aber jetzt haben sie hier so halt was auf den Steg gestellt, damit das so aussieht. Ja, da kommst du eh nicht lang. Finde ich immer noch ziemlich Quatsch. Weil es gibt so viele Spiele auf der gleichen Engine. Das ist ja hier die War Inc. Die da laufen, wo man schwimmen kann. Das wäre jetzt nicht so ein großes Problem gewesen. Da einfach mal da schnell einzubauen. Oh, das war schnell zu fixen. Okay. Ich hier. Habe ich was angelockt oder was? Gar nichts. Okay, egal, scheiß drauf. Ach, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Auch gut. Wobei mir ist es schon mal passiert, dass ich alleine auf dem Server. Quatsch, nicht alleine. Also mit dem anderen. Also wir waren zu zweit auf dem Server. Und der hat mich abgeknallt. Tja, das ist dann doof. Gut. Dann sprinte ich jetzt mal hier raus. Und bleibt mal auf der Straße, weil da sehe ich dann wenigstens, ob da Zombies liegen oder nicht. Weil wenn ich da wieder im Gestrüpp laufe, da kann das sein, dass wieder so schön Zombies aufstehen und mich wegrotzen. Ach, ist das schön, dass es jetzt endlich flüssig läuft. Ich weiß nicht, ob die Entwickler auch daran was gemacht haben an der Performance, weil ich weiß nicht, als ich mit diesem Let's Play angefangen habe, also vor 2 Wochen oder so. Da war das schon manchmal echt ganz schön kritisch. Da hat es ja geleckt wie Sau. Aber jetzt, ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Tja, ja, wer weiß. Doch, da vorne liegt ein Zombie, ne? 3 sogar. Ja, seht ihr? Wenn hier gestrüppt wäre, würde ich die nicht sehen und dann, wäre nicht so cool. Ach ja. Ach, Rädchen 2 auf. Na gut. Nein, das gibt's nicht. Ja, toll. Warum hat mich der getroffen? Das geht doch nicht. Das ist manchmal so unrealistisch. Die stehen 5 oder 6 Meter von einem weg und treffen ihn trotzdem noch. Ja, wir hatten so lange Arme. Und ich treffe den natürlich nicht auf die Entfernung. Das ist klar. Hallo? Oder wenn die einfach mal gerade im Kampf stehen bleiben, so wie eben. Ja, komisch. Etwas verbuggt, aber. Naja, was soll man machen, ne? Laufe ich wenigstens mal mit hier ein bisschen am Rand. Ja, ja. Mal gucken, wie das nächste Dorf heißt. Das heißt Cottonwood Bend. Aha. Okay. Ich glaube, ich werde einfach einmal um die komplette Karte gehen. Ist vielleicht ganz cool. Gehe ich jetzt hier. Gehe ich lang, dann nach Goblin Peak. Obwohl ich keine Clearview. Ah, könnte ich auch noch machen.
dann halt einmal so alle wichtigen Orte abklappern in diesem Let's Play. Ah, ich glaube, das war nur so eine ganz kleine Ansiedlung, wo kein Arzt war. Ah, doof, doof, doof. Müsste ich vielleicht wirklich nochmal nach Clearview, weil da ist 100 Pro ein Arzt und da findet man da auch Antibiotika, sag ich, sind wieder noch 4 andere auf dem Server. Aha. Da ist das auf der anderen Flussseite. Und mein Charakter hechelt sich schon wieder die Seele aus dem Leibe. Jetzt sind 5 andere auf dem Server. Ich habe voll Angst, dass hier jemand spawnt und mich gleich abknallt. Und selbst wenn, dann ist es halt so. Not safe. Hä? Habe ich einen angelockt?